ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Derwent Chromaflow Buntstifte vorstellen. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dieses Set zu bekommen. Das erste Mal, als ich das 12er Set bestellt habe, wurde meine Bestellung storniert. Dann habe ich irgendwann mal weit danach das 24er Set bestellen können. Allerdings wurde das tatsächlich losgeschickt und ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Und dann hatte ich es auf meiner Amazon-Wunschliste und die liebe Beatrix hat es mir zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin so unglaublich froh, dieses Set endlich in den Händen halten zu können. Und ja, wir profitieren alle davon. Vielen, vielen Dank für dieses echt schöne Set. Das Set gibt es in zwei Größen, 12 und 24. Und in diesem 12er Set sind eigentlich so die Standardfarben vertreten. Ich zeige euch einmal eine Farbtabelle. Die Seite könnt ihr ignorieren. Hier sind eben die 12 Farben der Derwent Chromaflow aufgelistet, außer das Weiß. Und es ist wirklich sehr, sehr basic. Und ich finde die Farben auch schön. Sie harmonieren gut miteinander. Man hat hier gute Möglichkeiten zu mischen. Manchmal ist es so, dass in den 12er Sets zwar die Farben vertreten sind, die normalerweise vertreten sind. Allerdings kann es gut sein, dass vielleicht das Lila nicht gut mit dem Rosa harmoniert, beziehungsweise die beiden Blautöne passen nicht gut zusammen oder auch die beiden Grüntöne nicht. Aber hier finde ich das schon ganz gut ausgesucht und bin mit einem kleinen Set eigentlich sehr zufrieden, was die Farbauswahl betrifft. Dann zu den Stiften an sich. Ja, typische Derwent-Stifte hier hinten mit der Farbmarkierung, die nicht wirklich zu der Mine passt. ja, doch geht eigentlich bei diesem Set minimal. Also ich finde schon, dass das besser passen könnte. Ich finde auch, das Blau passt zum Beispiel nicht. Das Dunkelblau ist auch viel dunkler. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Farbtabellen sind unser Freund. Dann ist der Stift wirklich erstaunlich dünn. Also das ist mir auch von Anfang an aufgefallen, dass sie wirklich sehr, sehr dünn sind. Im Gegensatz zu den anderen Derwent-Stiften, die man sonst so kennt, die etwas dicker gehalten sind. Und ja, sie sind sogar dünner als die Prisma Colors. Aber das hat mich eigentlich nicht gestört, weil ich finde, dass die Mine nichtsdestotrotz ja, normaler Durchschnitt ist. Sie ist jetzt nicht umso viel feiner wie bei anderen Buntstiften, sondern eigentlich ja, mit einer ganz guten Dicke vertreten. Dann ist hier eben auch der Farbname und die Farbnummer. Und ja, das war es eigentlich so, was es zu dem Stift zu sagen gibt. Ich werde gleich ein paar Clips abspielen, wo ihr mich malen seht und da werde ich alles weitere zum Blenden erzählen. Zuallererst wollte ich einen Schichttest machen, weil im Internet das Gerücht rumgeht, dass die Derwent Chromaflow eben die neuen Prisma Colors sind. Und ich habe hier das heißgepresste Aquarellpapier von Arches. Es ist nicht vergleichbar mit normalem Malbuchpapier. Man kann ungefähr sagen, dass die Hälfte der Schichten auf Malbuchpapier zutreffen. Und ich wollte einfach sehen, ja, ob etwas an dem Gerücht dran ist. Und ich habe mit Absicht verschiedene Farben gewählt, also drei verschiedene Farben, um wirklich zu sehen, wann die Farben aufhören, aufeinander zu schichten. Und ich muss sagen, die Derwent Chromaflow haben hier nicht enttäuscht. Und die Farben sind wirklich, wirklich strahlend auf dem Papier, wo mich ja, die Prisma Colors schon ein bisschen enttäuscht haben. Aber es kann auch an den Farbtönen liegen, die ich gewählt habe. Und die Prisma Colors neigen dazu, auch in den hellen Farben so ein bisschen weißen Schleier über die dunkleren Farben zu legen. Das machen die Derwent Chromaflow übrigens nicht.
Nachdem ich schon ein bisschen mit den Stiften gemalt habe, muss ich sagen, dass ich wirklich, wirklich enttäuscht war. Aber dazu später mehr. Ja, hier zu Anfang arbeite ich mit einem Dunkelblau und dem etwas helleren Blau. Und ich muss sagen, die Farben lassen sich sehr gut auftragen. Sie sind stark pigmentiert, die Mine ist weich, nicht so weich wie die Prismacolors. Die Farben gleiten super aufs Papier und lassen sich auch miteinander sehr, sehr schön verblenden. Das Weiß von der Derwent Chroma Flow ist nicht so opak oder mischend wie das Weiß von zum Beispiel Derwent Drawing. Allerdings ja, war das in diesem Fall jetzt okay. Ich muss sagen, dass die Farben auch wirklich schön strahlend sind. Wie gesagt, stark pigmentiert. Die Farben harmonieren schön untereinander und ich fand den Farbauftrag wirklich, wirklich schön, weil ich weiche Stifte sehr gerne mag. Ich weiß meine Polychromos zu schätzen, aber ich mag auch weiche Stifte wirklich, wirklich gerne, weil es so angenehm ist, die Farben miteinander zu blenden. Und in diesem Fall gleiten wirklich die Pigmente aus Papier und es war eine wirkliche Freude, diese Blütenblätter auszumalen. Einzelstifte gibt es leider nicht zu erwerben, beziehungsweise noch nicht. Es gibt auch wenig Informationen auf der Derwent-Website und man kann sie auch dort nicht bestellen. Sie waren bisher nur in den USA oder Indien sehr gut erhältlich und jetzt ab und zu auch auf Amazon Deutschland. Leider weiß ich nicht, woher die dort geliefert werden. Zu der Lichtechtheit konnte man auch nicht viel sagen. Ich habe durch andere Quellen erfahren, die dann Derwent kontaktiert haben, dass die Lichtechtheit den Durchschnittswerten von Derwent entspricht. Das ist jetzt relativ nichtssagend und würde ich damit vergleichen, dass es eben Studentenstifte sind. Also keine professionellen Künstlerstifte, sondern wirklich Studentenstifte. Und uns Koloristen würde das jetzt nicht wirklich stören, weil wir eben im Malbücher malen oder die Kunst für uns eben nicht verkaufen. Ja, das sind so die negativen Sachen, die ich sagen kann. Schade, dass die Stifte nicht besser oder leichter erhältlich sind, aber vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit. Ich hatte bei dem Anspitzen der Stifte keine Probleme mit Brüchigkeit der Minen. Ich habe von manch anderen gehört, dass die ein oder zwei Stifte hatten, die gebrochen sind. Das kann allerdings auch beim Transport passiert sein. Jetzt zu dem Grund, warum ich so enttäuscht war. Weil es nur ein 24er Set gibt. Ich bin so unglaublich traurig. Ich mag diese Stifte so, so gerne. Sie fühlen sich an wie Prismacolors und ich mag Prismacolors total gerne. Allerdings fühlen sie sich an wie sehr hochwertige Prismacolors. Sie halten die Mine super gut, weil sie doch ein bisschen härter sind als die Prismacolors. Dennoch haben sie die Weichheit und den starken, satten Farbauftrag, den ich bei Stiften einfach bevorzuge. Und deswegen würde ich mir so gerne ein größeres Set von ihnen wünschen und bin so enttäuscht, dass es nur 24 Farben gibt. Alles in allem kann ich nur sagen, dass ich die Stifte empfehlen kann. Wenn ihr sie seht, holt sie euch. Sie haben einen satten Farbauftrag. Die Mine ist wirklich angenehm zu malen. Die Farben gleiten aufs Papier. Das Blenden ist sehr, sehr schön. Ich konnte viele Farbschichten auch hier in dem Malbuch auftragen, mindestens fünf. Und ja, ich bin super, super zufrieden mit diesen Stiften. Die Mine hat sich auch bei Details gut gehalten. Ich musste nicht alle paar Minuten nachspitzen. Ich konnte doll drücken, ohne dass mir die Mine weggekrümelt ist. Also auch hier ein, ja, eine große Empfehlung von mir. Dann hoffe ich, ich konnte eure Neugier stillen, was diese Stifte angeht. Meine ist auf jeden Fall gestillt und ich werde Ausschau halten nach eventuell größeren Sets. Dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann!